Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Ach ja, ich habe dieses Hausbau-Video gerade schon mal nachkommentiert. Ich glaube, ich habe gerade vor 3 Sekunden nochmal die ganzen Audioaufnahmen gelöscht und ja, werde es jetzt nochmal nachkommentieren, weil ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht so wirklich zufrieden. Ich habe mich teilweise wiederholt und wusste nicht mehr, was ich schon gesagt habe. Und ja, ich glaube, ich war mit dem Kopf einfach nicht so wirklich bei der Sache, aber ja, ich würde sagen, neuer Versuch, neues Glück. Wir bauen heute ein Haus, das ich schon mal gebaut habe. Es müsste so um 2015 gewesen sein. Da habe ich das erste Mal angefangen, so wirklich mich im, weiß nicht, wie man sagen kann, so im Internet mich so über Design-Sachen zu informieren. Also jetzt nicht so, was sind typische Hausziele und was kann man so alles bauen, sondern da habe ich einfach nur nach hübschen Sachen gegoogelt und dann sind ganz, ganz viele Häuser gekommen und unter anderem auch eine Vorlage zu diesem Haus. Quasi die 2015er Version von diesem Haus, die war ja um einiges größer, also die hatte bestimmt doppelt so viel Wohnplatz, aber wir haben letztendlich nur ein Zimmer darin, so wie ich es hier auch angedacht habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die Vorlage finde, ich werde mal schauen. Also rein theoretisch schon, man muss dann meistens immer nur nach den gleichen Sachen googeln und dann findet man die Sachen auch ganz schnell wieder. Ja, deswegen werde ich mal schauen. Falls ich es noch finde, dann werdet ihr es auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Ja. Wir haben in diesem Haus, wie auch schon beim letzten Mal bauen, Platz für ein Sim. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang irgendwie vergessen, dass wir ja auch hier drin rein theoretisch ein Bett bräuchten. Ja, das Bett habe ich dann so mit im Wohnzimmer quasi untergebracht oder das Wohnzimmer im Schlafzimmer untergebracht, wie auch immer ihr sehen wollt. Das ist so wie die Sache mit dem Glas, es ist entweder halb leer oder halb voll. Hier ist entweder das Wohnzimmer im Schlafzimmer oder das Schlafzimmer im Wohnzimmer. Sucht euch aus, was euch lieber ist. Wir haben hier die Küche ist, sie ist relativ dunkel geworden, aber das ist eigentlich das, was ich immer so ganz gerne mag. Also bei mir sind die Sachen entweder sehr, sehr dunkel, sehr, sehr hell oder einfach weiß. Ich glaube, hier ist gerade irgendwas umgekippt und ich habe mich gerade, oh Gott, kleines bisschen erschrocken. Jetzt rast mein Herz ein bisschen. Ich bin nur gespannt, ob ihr das auch im Hintergrund gehört habt. Vielleicht werde ich auch einen kleinen Text einblenden, wenn ich es gerade noch mal höre. Ja, es sind auf jeden Fall sehr schöne Schreckmomente schon am Morgen. Und dabei haben wir gerade 20 vor 12, sehe ich. Naja, wir haben in diesem Haus, wie schon gesagt, Platz für ein Sim. Ich fand aber das auch ganz ausreichend. Wir haben dafür hier einen relativ großen Essbereich, würde ich sagen. Ich wollte hier als erstes was mit Barstühlen machen, aber ja, da war dann doch irgendwie nicht genügend Platz dafür. Wir haben jetzt dafür einen, wie ich finde, ganz großen Esstisch. Wir haben Platz für 4 Sims zum Hinsitzen. Ich glaube, das reicht auch. Sollten eure Sims eine Party feiern wollen, dann haben wir draußen noch mehr Platz. Wir haben draußen, also ich meine, wir könnten hier jetzt an den Esstisch rein theoretisch noch einen Stuhl hinpacken. Und draußen, ich glaube, und wir haben 4 Tische, also da 4 Stühle, nicht 4 Tische. Da würden rein theoretisch auch noch 4 Stühle hinpassen. Also falls ihr Platz braucht hier, man kann ein bisschen improvisieren, dann geht hier noch relativ viel hin. Wir haben hier, was ihr jetzt gerade seht, wir haben hier eine Vase, einen Teppich und so einen kleinen Salzstreuer. Die haben wir nachher in der Version, die es in der Galerie gibt, nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe dieses Haus gestern hochgeladen. Ich habe mich noch gefreut, dass ich schon beim Bauen so viel mitgedacht habe und habe quasi das ganze Grundstück schon gespeichert und habe es nur noch hochladen müssen. Ja, Vergangenheits-Simone hat allerdings das falsche Grundstück gespeichert und ja, also wie gesagt, es sind ganz, ganz kleine Unterschiede nur. Ich glaube, hätte ich es jetzt so nicht erwähnt, wäre das auch gar nicht wirklich weiter aufgefallen. Ja, falls ihr da ein paar Sachen umändern wollt, könnt ihr einfach tun. Wir haben hier ein paar Bilder hängen. Die Bilder habe ich selber gemacht. Da habe ich auch vor ein paar Tagen was hochgeladen. Und zwar, ich habe die Bilder schon mal gemacht. Die habe ich dann auch so in der Galerie geteilt. Habe dann gemeint, ja, falls es so ein paar Hausbauer unter euch gibt und ihr nicht gerne CC verwendet, also Custom-Content, dann könnt ihr die einfach platzieren. Da ist mir allerdings nicht aufgefallen, und zwar, ja, die Sims-Probleme, ich weiß auch nicht. Also, die Bilder sind rein theoretisch kein Custom-Content, ich meine, sind sie auch nicht, die sind im Spiel aufgenommen. Aber sobald man Custom-Content auch nur im Spiel hat, der muss nicht mal aktiviert sein, es reicht schon, dass er nur im Ordner, im Sims-4-Ordner drin ist, man dann diese Bilder macht, diesen Raum mit den Bildern abspeichert und die Bilder dann aus diesem Raum nochmal platziert, wird dann der Raum, den man gebaut hat, als Custom-Content deklariert. Also da wird dann
quasi angezeigt, dass man Custom-Content verwendet hat, obwohl man es gar nicht hat. Ja, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, woran es lag. Und dann, ich glaube, ich habe die Bilder bestimmt jetzt 3 oder 4 Mal insgesamt gemacht. Aber jetzt haben wir hier eine Version, die funktioniert. Also, ja, falls ihr solche Bilder auch ganz gerne verwenden wollt, könnt ihr gerne runterladen. Ist ein Raum, ich glaube, so 4x4 müsste der groß sein. Also, der passt überall ganz gut hin. Falls ihr euch fragt, wo ich die ganzen Magazine her habe, also, naja, die ganzen Magazine, wir werden hier nachher nur insgesamt 2 platzieren, die habe ich aus dem Debug-Menü. Das ist ja ein sehr umfangreiches Menü, das nochmal sehr viele neue Objekte bietet. Die sind teilweise kostenlos, also das heißt teilweise kostenlos, ich glaube fast alle. Und da gibt es so unglaublich viel Auswahl, also falls ihr mal ein paar neue Sachen in Sims ausprobieren wollt. Ich wollte gerade was ankündigen, aber ich glaube, ich lasse es. Also falls ihr mal ein Tutorial sehen wollt, wie man ja, dieses Debug-Menü nutzt, könnt ihr einfach googeln, da gibt es ganz, ganz viele dazu. Ich wollte aus einem bestimmten Grund nichts ankündigen. Ich sehe gerade, dass die LED an meinem Mikrofon ein bisschen rot aufblinkt. Das bedeutet, ich schreie ein bisschen ins Mikrofon. Das tut mir leid. Ich glaube, das ist mir wirklich noch nie passiert. Ja, ich werde jetzt ein kleines bisschen leiser reden und werde nicht wieder so übermotiviert hier ins Mikro schreien. Ja, ich wollte aus einem bestimmten Grund nichts ankündigen. Und zwar, wir haben jetzt hier dieses Hausbauvideo. Wir haben heute den 2.8. Dann kommt nächste Woche noch ein Hausbauvideo und dann kommt noch ein Hausbauvideo und ich habe es mir lange überlegt, ob ich es machen soll, aber ja, ich werde danach erstmal eine kleine Pause einlegen. Es hat zum einen mehrere Gründe und zwar am 16.8., da kommt das letzte Hausbauvideo und da schreibe ich auch meine letzte Prüfung. Dann habe ich rein theoretisch ganze 4 Wochen richtige Freizeit, also eigentlich sollte ich in der Zeit ein Praktikum machen, aber ja, ich habe sowieso keine 8 Wochen frei und ein Praktikum anfangen. Für die kurze Zeit findet man nichts und in die Firma, in die ich will, die nimmt auch nur Praktikanten für 3 Monate. Deswegen, ja, habe ich jetzt die Semesterferien frei. Ich muss zum einen sagen, es ist so meine erste richtig freie Zeit dieses Jahr. Also als ich in den letzten Semesterferien frei hatte, die Zeit konnte ich nicht so wirklich genießen, weil da noch die ganzen anderen Prüfungen waren. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da werde ich meinen PC aufbauen, da werde ich mir so richtig Freizeit gönnen und ja, wenn ich meinen PC neu aufbauen muss, ja, dann muss ich alle Sachen neu installieren. Das wird eine Weile dauern. Ich will Sims mal wieder so richtig spielen und zwar jetzt hier nicht vor der Kamera. Ich will ja die ganzen, mein Channel-Design so ein bisschen ändern. Ich habe ganz, ganz viele Sachen vor und ja, da gehe ich quasi ein bisschen in verspätete Sommerpause und ja, danach geht's aber hoffentlich ganz normal weiter mit Hausbau-Videos. Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar neue Sachen geplant. Ich bin gespannt, ob ich die ganzen Sachen umsetzen kann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, ihr vielleicht ja auch so ein bisschen. Ja, ihr könnt dieses Haus übrigens runterladen. Das habe ich ja in diesem Video noch gar nicht erwähnt. Meine ID ist Simone-NotSimone. Da ja, könnt ihr es runterladen. Dann, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Also wie gesagt, es kommen noch 2 Hausbau-Videos. Ich werde es mit Sicherheit auch noch hin und wieder mal erwähnen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.